Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Debatte hat einige erstaunliche Argumente gebracht. Beachtlich finde ich allerdings, dass die Rede von den Grünen bei den Fraktionen, die die Regierungskoalition stellt, mehr Applaus bekommen hat als von allen anderen. Ich hoffe, Sie haben Ihre Oppositionsrolle noch nicht völlig vergessen. Wir als Linke begrüßen die Debatte, die die FDP initiiert hat. Es ist nämlich eine Forderung, die wir schon seit Monaten erheben, nämlich dass dieses Parlament gestärkt wird in dieser Pandemie. Und ich persönlich freue mich ja immer, wenn die FDP zu ihren urliberalen Themen greift und nicht zum Marktradikalismus. Im ersten Lockdown waren kurzfristige einschneidende Maßnahmen notwendig, und auch heute besteht mit Blick auf die Infektions- und Todeszahlen Handlungsbedarf. Das Problem ist nur, am Ablauf hat sich nichts geändert. Nach wie vor entscheidet die Klüngelrunde zwischen Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Und der Vorschlag aus dem Kanzleramt, der geistert dann schon Tage vorher durch die Presse. Und am Entscheidungstag erfährt dann Deutschland und auch die gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentarier dann das Ergebnis irgendwann aus den Medien. Und eines will ich Ihnen auf der Regierungsbank sagen. Die Debatte gehört raus aus dem Kanzleramt. Sie gehört hier rein, und zwar bevor die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin tagen. Und das ist das, was Sie nicht verstehen wollen. Denn nur hier wird öffentlich und transparent über den besten Weg gerungen und alle Vorschläge und Bedenken diskutiert. Diese Debatte, die würde nicht nur die Qualität der Maßnahmen, sondern auch die Akzeptanz der Menschen erhöhen, und die ist dringend notwendig. Aktuell ist keine Strategie erkennbar. Dieses Irrlichtern trifft auf eine erschöpfte Gesellschaft, auf Eltern, die mit Homeoffice und Homeschooling überfordert sind, auf Schulkinder, die Angst haben, zur Corona-Generation zu werden, und auf Menschen, die zu Hause bleiben sollen. Aber nicht überall ist es zu Hause schön. Die Verantwortung für das Infektionsgeschehen wird auf den Einzelnen runtergebrochen. Das fördert nicht die Solidarität, die die Kanzlerin ständig einfordert. Und ich fühle mich so ein Stück weit zurückversetzt in die Kindheit, als ich mit meinem Vater auf einer Wanderung war und ihn gefragt habe, Papa, wie lange dauert es denn eigentlich noch? Und er gesagt hat, wir sind gleich da. Und dann hat es stundenlang gedauert, und ich war frustriert. Und genauso ist es jetzt. Wir hangeln uns von einer Verlängerung zur nächsten, ohne Ziel und ohne Plan. Und ja, auch wenn die Lage, die pandemische Lage dynamisch ist, ist das Hauruck-Verfahren und par ordre die Mufti als Regierungsstil jetzt endlich überholt. Und abschließend will ich noch eines sagen, und spätestens da enden auch wieder jegliche Gemeinsamkeiten mit der FDP. Wir brauchen andere politische Weichenstellungen. Das Gesundheitswesen muss endlich der Marktlogik entzogen werden und entprivatisiert werden. Und der Sozialstaat muss ausgebaut werden. Das sichert nämlich auch die Demokratie. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Britta.